Ich finde es wichtig, dass die Kollegen, egal ob ärztlicher oder pflegerischerseits, mehr Bewusstsein für das Thema Patientensicherheit entwickeln. Das ist ein wichtiges Thema und das wird uns auch lange noch beschäftigen. Ich würde sagen, weil für jeden was dabei ist in Sachen Patientensicherheit im Krankenhaus, wie man miteinander in den Teams umgeht und wie man den Alltag miteinander gestaltet. Patientensicherheit ist eines der wichtigen Themen unserer Zeit und meine ärztlichen Kolleginnen und Kollegen sollten sich da auch wirklich einbringen, um in ihren Teams dieses Thema stärker zu implementieren und einfach da den theoretischen und praktischen Background mitzunehmen. Da hilft dieser Lehrgang ungemein. Ich denke, dass das Thema Patientensicherheit eigentlich für jeden, der in der Krankenversorgung tätig ist, extrem wichtig sein sollte. Und als Arzt lernen wir natürlich im Studium ganz, ganz viele Dinge, die uns das Rüstzeug dafür geben, die Patienten sicher durch ihren Klinikaufenthalt zu bringen. Aber was der Kurs noch als Ergänzung bieten kann, ist, dass man sich Gedanken darüber machen kann und Dinge lernt, wie können die strukturellen Gegebenheiten auch so angepasst werden, dass die Sicherheit optimal ergänzt werden kann. Ich habe viel Werkzeug an die Hand gekriegt zum Thema Patientensicherheit und in Bezug auf die Arbeit in der Anästhesie werde ich viele Teamtrainings umsetzen und auch im Hinblick auf die Normalstationen werde ich versuchen, diese im Hinblick auf die Patientensicherheit zu entlasten, zum Beispiel im innerklinischen Notfallmanagement. Ich bin im Qualitätsmanagement tätig und da kümmern wir uns sehr stark um die Risiken und um die Dinge, die nicht so gut laufen. Und ich habe gelernt, dass es gut tun würde, auch auf die Dinge zu schauen, die gut laufen und sich die Frage zu stellen, warum sie gut laufen. Man lernt in diesem Kurs viele Projekte kennen. Das sind zum einen sehr, sehr große Projekte, die sehr aufwendig sind in der Umsetzung. Man lernt aber auch viele kleine Interventionen kennen, beispielsweise Debriefings oder Entscheidungsmodelle, die sich sehr leicht in die Arbeit einbringen lassen. Und ich selbst werde viele dieser Techniken, gerade die niederschwelligen, leicht zu implementierenden, auf jeden Fall mitnehmen und natürlich für künftige Großprojekte auch entsprechende Strategien. Also ich fand, dass der Kurs unheimlich viele Anregungen gegeben hat und man muss da so ein bisschen sich was rausfiltern, womit man vielleicht mal beginnen möchte. Ich bin in der Intensivmedizin tätig und habe mir da so ein bisschen als kleines Startprojekt mal rausgesucht, dass man vielleicht durch eine strukturierte Mitarbeitereinarbeitung sehr, sehr viel an Sicherheit für die Patienten und für das Umfeld gewinnen könnte. Beeindruckend für mich war die Komplexität des Themas. Ich hätte nie gedacht, dass das so viele Perspektiven hat. Auch in der Parallele zur Luftfahrt, also auch im Simulator-Training in der Lufthansa, haben wir doch gesehen, dass viele Parallelen zur Patientensicherheit bestehen. Am beeindruckendsten für mich persönlich war der Aufenthalt bei der Lufthansa Aviation, weil es einfach was ganz Besonderes ist, dort mal hin zu dürfen. Das ist eine Gelegenheit, die man sonst nicht hat. Und da haben wir auch gelernt, weil wir miteinander ja im Cockpit trainiert haben, die Checklistenarbeit, wie wichtig es ist, dass eine Checkliste kurz und knapp, leicht verständlich und auch praktisch für diejenigen, die sie anwenden müssen, sein kann und muss. Also mich persönlich besonders beeindruckt hat auch die Wissenschaft, die dahinter steht. Ich hatte schon einige praktische Erfahrungen, aber nun wirklich einfach die Science dahinter kennenzulernen. Die vielen Daten, die vielen Publikationen, die es schon gibt, dass man auch diesen Aspekt näher gebracht kriegt, das hat mich persönlich sehr bereichert. Was mich definitiv beeindruckt hat, war diese Verknüpfung von Medizin und Luftfahrt, weil in der Luftfahrt einfach schon so viele Strukturen bestehen, die alle darauf ausgelegt sind, die Luftfahrt so sicher wie nur irgendwie möglich zu machen und sich da auch schon sehr lange sehr, sehr genau mit beschäftigt wird. Und der Kurs hat sehr gut gezeigt, wie viele Parallelen da eigentlich bestehen zwischen Medizin und Luftfahrt. Und ich denke, dass man da im Moment vielleicht noch sehr viel von der Luftfahrt und hoffentlich auch irgendwann mal gegenseitig sehr voneinander profitieren kann.